Hallo und willkommen zur nächsten Folge Star Wars Knights of the Old Republic 2. Dann gehen wir mal hier lang. Bisher sehe ich noch keinen einzigen Kristall in dieser Kristallhöhle hier. Aber vielleicht kommen die ja noch. So, ich speichere an der Stelle nochmal ab. Jetzt wurde ich auch noch vergiftet. Quelle zum Plasmabombe. Okay, Karte. Okay, da komme ich bloß wieder da zurück. Wahrscheinlich ist es auch hier. Ich will sowieso überall hin, deswegen ist es eigentlich auch egal, wo ich lang gehe. Ich will nicht trainieren, immer noch nicht. Was ist das hier, Nebel oder was? Ah, guck mal hier. Da sind sie, die Kristalle, die wir gesucht haben. Hier kommen wir wahrscheinlich nicht durch, genau. Eure Gedanken werden gestört. Ich spüre sie in weiter Ferne. Wie einen Schauer, der euch durchläuft. Dieser Ort berührt mich auf seltsame Weise. Ich spüre ein Stechen in der Stirn. Orte wie dieser absorbieren und reflektieren die Macht. Die Kristalle dienen als Katalysatoren. Ich spüre, dass Revan einst hier war und einen starken Einfluss auf die Kristalle ausgeübt hat. Vielleicht werden Jedi, die in Zukunft diese Höhle betreten, unsere Anwesenheit spüren. Als wären unsere Fußabdrücke auf dem Boden zu sehen. Erzählt mir mehr über die Kristalle. Die Kristalle sind von der Macht beseelt. Einige von ihnen könnten abgebaut und in Lichtschwerter eingesetzt werden. Ihr sagt, die Kristalle absorbieren die Macht. Ich fühle mich seltsam, aber nicht schwächer. Die Kristalle hier entziehen einem Jedi keine Energie. Sie sammeln die überschüssige Energie all jener, die für die Macht empfänglich sind. Okay. Viechers. Noch mehr Viechers. Verdammt, verfehlt. Jetzt ist die auch noch tot, die Tusse, oder was? Okay, fuck. Boah, ich hätte nicht gedacht, dass sie so stark sind, die Scheißviecher hier. Nein, wo ist denn jetzt hier der Ausgang? Wo komme ich jetzt hier weg? Der schießt doch nicht nach da. Der Gegner steht 3 Meter vor dir. Alter, wie kann man denn bitte nach da schießen, ey? Toll. Wo hab ich jetzt das letzte Mal gespeichert gehabt? Hier. Oh, fuck. Eine Herausforderung. Ich habe auch nicht gerechnet, dass ich so schnell sterbe von den Scheißviechern da. Das muss ich an der Stelle auf jeden Fall nochmal speichern. Wenn ich die Höhle gleich sehe. Ich habe auch nicht damit recht, dass da noch so viele Gegner kommen. Oh, da ist auch noch was. Einsammeln. Das muss ich jetzt auch noch mal machen. Seid bereit!
Oh, geht das schon wieder nicht richtig. Und schon backt's wieder rum. Ich wurde vergiftet. Warte mal. So, speichern wir der Stelle nochmal ab. Kann das irgendwie sein, immer wenn ich irgendwas eingebe, dass er dann rumbackt? Eure Gedanken. Ja, sehr gut. Die. Es geht schon wieder nicht, ey. Das macht es natürlich nicht gerade einfach. Wenn das jetzt auch noch verbuggt ist mit dem Kämpfen jetzt hier. Das wird euch eine Lehre sein. Das wird euch eine Lehre sein. Das klappt auch nicht, wenn ich das nochmal mache. Scheiße. Oh, ist das wieder so, bis ich den Raum hier verlasse? Ey, das ist scheiße. Das geht auch nicht, wenn ich einmal Escape drücke. Ah, jetzt ist ja dieser komische Bug hier schon wieder drin, ey. Oh, jetzt übertreiben die wieder mit den Gegnern hier, ne? Und mein Spiel ist verbuggt. Okay, jetzt reicht's mir. Jetzt hau ich doch nochmal ganz kurz hier die Cheats raus, weil es geht nicht anders. Ich komme nicht mehr aus diesem blöden Bug raus. Nur Tagebucheintrag, toll. Ich komme immer, einmal, wenn ich einfach was eingegeben habe, dann komme ich nicht mehr aus diesem blöden Bug raus. Bis dann müssen sie den Spielstand mal neu laden. Probier das mal ganz kurz mal aus. Ich speichere hier mal ab. Probier jetzt einfach mal den Spielstand neu zu laden. So, speichern und jetzt mal laden. Ob das funktioniert. Das kann ich natürlich schlecht austesten. Nein, funktioniert nicht. Oh, wie kriege ich denn diesen blöden Bug wieder weg? Also schreibt mal bitte unbedingt mal in die Kommentare, wenn ihr diesen blöden Bug wegkriegt hier. Das nervt mich total. Kannst du eigentlich nur in, in die Pfanne hauen, ja. Toll. Kristallfront. Da kommen wir nicht ran. Falls wieder irgendwelche Viecher rauskommen, mache ich das lieber kaputt. So. Gibt es noch irgendwelche Kristalle, die ich mir auch mal mitnehmen kann? Die hier. Bonda. Finkran und Violett. Okay, Violett passt aber nicht zu uns. Hier geht's ja auch noch weiter. Ah ne, hier kommen wir wieder zurück. Überreste. Rusan. Wie waren wir schon dran? Haben wir jetzt hier schon alles genommen, was wir nehmen können? Oder ist hier noch irgendwas versteckt? Sieht man auch mal so sehr schwer. Also ist hier noch was. Der Kristall reagiert auf euch. Der Kristall. Das ist in der Tat ungewöhnlich. Was heißt das? Aufgrund eurer Bindung zu diesem Kristall wird dieser stärker, wenn auch ihr an Macht gewinnt. Dieser Kristall ist ausgezeichnet für ein Lichtschwert geeignet. Ist das Band gefährlich? Im Gegenteil. Stellt euch vor, ihr seid ein Sieb. Und die Macht ist das Wasser, das durch euch fließt. Dieser Kristall nährt sich von dem überschüssigen Wasser, das aus dem Sieb tropft. Nährt sich der Kristall von der hellen Seite der Macht? Der Kristall ist mit euch verbunden. Er fängt alles Wasser auf, das durch euch fließt. Egal, ob es dunkel oder hell ist. Ah, ich habe einen Schoßkristall bekommen. Hoffentlich muss ich ihn nicht schützen. Was? Okay.
Also scheint es wohl jetzt hier noch gut, dass wir nochmal geguckt haben, Alter. Sonst hätte ich das hier glatt übersehen. Ich habe die Kommentare gesehen. Alter, wie kannst du das bloß übersehen? Es war doch offensichtlich, dass da noch was ist. Wie konntest du das bloß übersehen? Jetzt wird jetzt wirklich alles leer, ne? Okay. Das speichere ich auch nochmal ab. Alter, wie kannst du das übersehen? Das ist doch offensichtlich gewesen. So, und ja, der Bug ist immer noch offensichtlich und ich krieg den nicht weg. Ich kann nicht dafür sorgen, dass wenn ich die 1 drücke, dass er dann wieder kämpft. Das passiert so, weil ich einmal was eingebe. Ja, du kannst es sowieso nicht öffnen. Geh da weg. Ich krieg das Ding sonst nie geöffnet. Hallo, wer seid ihr denn? Ichani-Schild. Weiß Rock ist im Energiefeld der Söldner gefangen. Er sieht dich ausdruckslos an. Halt, Siedler, das hier ist Sperrgebiet. Wie zur Hölle bist du an den Kinres vorbeigekommen? Du sollst verschwinden. Ich bin hier, um die Jedi zu retten. Wir sind perfekt ausgebildete Veteranen. Und du bist nur ein Siedler mit einer Spielzeugwaffe. Wir bringen den Jedi nach Nar Shaddaa und dabei bleibt es. Ich erkläre es nochmal langsam und deutlich, damit es in deinen kleinen Karth-Hirtenschädel geht. Wenn du nicht sterben willst, verschwinde. Ich will nicht kämpfen, aber ihr dürft Rock nicht nach Nar Shaddaa bringen. Ich habe dich gewarnt. Aber zum Glück hast du nicht auf mich gehört. Angriff, Männer! Ja, helle Seitepunkte. Oh Gott! Und dann auch noch das im Bug. Seid bereit! Ich muss jetzt für die anderen Typen da angreifen. Die haben mich gerade total auf den Sack hier. Das wird euch eine Lehre sein. Jetzt trifft den Typen endlich. Ich werde sie durch die Schlacht ehren. Eine Herausforderung. Und ja, ich weiß, ich bin gerade noch im Cheat-Modus drin. Mache ich jetzt aber deshalb noch. Ich lasse es jetzt aber deshalb noch an, wegen diesem blöden Bug. Ich nehme das nachher raus und will die Höhle verlassen. Wo ich kann es eigentlich auch nach den Gegnern hier rausnehmen. Ich nehme es jetzt mal raus. Der blöde Bug, den kriege ich so nicht weg. Ich kriege den erst wieder weg, wenn ich aus der Höhle rausgehe. Ihr mit eurer Voreiligkeit. Ihr handelt, ohne über die Folgen nachzudenken. Was? Soll ich mich etwa bedanken? Hunda ist in Gefahr und ihr habt unsere einzige Chance zerstört, einen gewaltigen Konflikt zu vermeiden. Wird da Zeit, dass ich mich einmische? Ich möchte helfen. Dentuins Schicksal steht auf Messerschneide. Wenn Kunda fällt, verliert die Republik möglicherweise das ganze System. Aber es überrascht mich, dass ihr so weit gekommen seid. Obwohl ihr euch auf eure Ausbildung zum Jedi verlassen konntet. Jede Tat hat Konsequenzen, egal wie klein oder unbedeutend diese auch erscheinen mögen. Und selbst die kleinste Entscheidung kann großes Leid nach sich ziehen. Die Mandalorianischen Kriege waren der Beweis. Beweggründe sind bedeutungslos, wenn sie in einer Tragödie gipfeln. Okay, was sollten wir jetzt machen? Ich muss nach Kunda und die Leute warnen. Sie könnten jeden Moment angegriffen werden. Ich kann nicht helfen? Wenn ihr euch beweisen wollt, dann tut das. Kunda ist in Gefahr und braucht eure Hilfe. Die Söldner sind mit der X-Change ein Bündnis eingegangen und wollen Kunda angreifen. Sie warten nur auf den richtigen Zeitpunkt. Nun, da sie ihre Jedi-Gefangenen verloren haben, werden sie jeden Moment angreifen. Ich muss mit Administratorin Adare reden. Die Zeit drängt. Okay, dann geh du mal. Ich werde mich jetzt hier noch ein bisschen umschauen, weil es bestimmt noch was zu holen. Ja, Credits und ein Blaster. Granate und ein Gewehr. Credits. Datenpad Söldnerbefehle. Dieses Datenpad enthält Befehle von Azkul an die Offiziere der Söldner. Diese haben kürzlich ein geheimes Bündnis mit der Exchange geschlossen und wollen Koda angreifen. Wenn Administratorin Adara stirbt, können die Exchange Gentuin für ihre illegalen Geschäfte missbrauchen und wäre von der Republik geschützt. Die Söldner sind bestens vorbereitet. Der Angriff ist nur noch eine Frage der Zeit. Okay, dann sollten wir vielleicht schnell mal was tun. Schon wieder so ein Überbrückungszeug. So, ich speichere nochmal ab. Nebenbei google ich übrigens auch ein bisschen.
wie ich diesen Bug loswerden könnte. Aber ich finde derzeit nichts. Also wirklich gar nichts. So, haben wir jetzt alles gehabt? Durch? Ja, wir sind jetzt überall durch. Ihr seid der Jedi, von dem ich gehört habe. Mein Name ist Askull. Ich bin der Anführer der Söldner auf Dantooine. Was wollt ihr von mir? Ihr kommt sofort zum Punkt. So mag ich das. Dann will ich auch direkt sein. Ich habe vor, Kunda zu übernehmen. Und ihr werdet mir dabei helfen. Warum sollte ich euch helfen? Soweit ich weiß, habe ich 4-mal mehr Soldaten als die Miliz. Und ich bin fest entschlossen, Kunda zu übernehmen. Mein Sieg ist unvermeidbar. Wenn ihr verhindern wollt, dass meine Männer die Bewohner von Dantooine auslöschen, helft ihr mir, Kunda zu übernehmen. Natürlich. Ich würde euch gut bezahlen. Ich bin nicht interessiert. Überlegt es euch lieber nochmal. Ich kann niemanden gebrauchen, der meine Pläne stört. Für einen Jedi bekommt man dieser Tage ein stattliches Kopfgeld, das ich mir holen werde, wenn ihr nicht für mich arbeitet. Ich kann nicht zulassen, dass eure Pläne Erfolg haben. Ich begrüße eure Standhaftigkeit. Ein anderer hätte diese Tiere vielleicht getäuscht, um einen Kampf zu vermeiden. Jungs, ihr werdet doch wohl mit einem Jedi fertig. Helle Seite, Punkte. Dann drücke ich auch hier einen Speicher auch direkt. Seht ihr, jetzt geht's wieder. Jetzt geht's. Seid bereit. Heißt auch nur lange nicht, dass wir das hier schaffen. Warte, wir sind das. Haben die gelitten? Seid bereit. Von dem, der steht hier einfach nur eine halbe Stunde ewig rum und kämpft dann erst, wenn alle tot sind. Nee, das bringt nichts, das kriegen wir so nicht hin. Vielleicht hätten wir es doch anders machen sollen, verdammt ey. Gut, dann müssen wir eben nochmal in den Cheat Mode gehen. Sieht man noch daran, dass es wieder verbuggt ist. Seid bereit. Ich kann ja jetzt ja sowieso nicht mehr ordentlich kämpfen durch den Cheat Mode. Das nervt mich einfach nur total. Seid bereit. Aber sowas muss ich sagen, übertreiben die Entwickler nochmal so ein bisschen. Ein Glück rennt der ja hier nur rum. Besonders, wenn man dann auch nur in einem von 20 Fällen mal trifft. Ich werde sie durch die Schlacht ehren. Jetzt trifft den Typi doch endlich einmal. Alter, diese Typis mit den Schwertern, die geben mir so auf den Sack. Oh, vor allem, weil ich mir eine Angriffe wie nicht ordentlich stacken kann. So, endlich. Ja, ist auch nur nicht, dass die nächsten Gegner dadurch einfacher sind. Das wird euch eine Lehre sein. Seid bereit. Wie kriege ich diesen Mist raus? Ich muss es echt mal irgendwie rausfinden. So geht's nicht. Wie kriege ich diesen blöden Bug da raus? Am besten gehe ich nochmal kurz in die Höhle und wieder raus. Das ist, glaube ich, das Beste. Um diesen blöden Bug loszuwerden. Weil das nervt mich einfach extrem.
Also ich mache jetzt einfach wieder hier. Das hier. Und dann gehe ich einmal kurz rein und wieder raus. Ganz einfach, dass die Fähigkeiten wieder ordentlich funktionieren. Dann speichere ich nochmal ab. Und dann guck kurz ins Questlog. Du hast Meister Yogg auf Dinduin getroffen, aber er hatte keine Zeit mit dir zu reden. Du bekommst sicher die Chance dazu, wenn der Angriff der Söldner auf Koda vorbei ist. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir da einfach mal hin. Geht's hier hin? Hof der Enklave. Da will ich aber eigentlich gar nicht hin. Ich will eigentlich erstmal wieder zurück. Da kann ich auch lang gehen. Oh, guck mal, hier sind Minen. Druiden deaktivieren, was heißt das denn? Jetzt kann ich gleich mal hier die anderen Typis hier noch upgraden. Zack. Die nehme ich doch gerne mit, wenn sie gerade schon da sind. Okay. Die Folge Star Wars Knights of the Old Republic 2 ist leider schon vorbei. Zur nächsten Folge kommst du, indem du jetzt oben links klickst. Wenn du oben rechts klickst, kommst du zu Playlist, in der du alle Folgen dieses Spiels findest. Und wenn du in die Mitte klickst, kannst du meinen Kanal abonnieren. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn du beim nächsten Mal auch wieder mit dabei bist. Und da bleibt mir nur noch zu sagen, möge die Macht mit euch sein. Ciao.